Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Es geht mal weiter. Wir gehen zurück zum Flur. Wir haben ja dort immer noch zwei Räume zu untersuchen. Gehen wir erstmal zu der Tür. Aha, guckt euch das an. Wir sind schon wieder in einer Toilette. Und hier gibt es auch einen Poki-Kommentar und... Spiegel, 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 Waschbecken, Waschbecken, Waschbecken und ein Schlauch. Schauen wir uns erstmal den... Lichtschalter brauchen wir uns nicht anschauen. Die sind wahrscheinlich alle gleich. Also machen wir mal Licht. Ah, so ist es schon besser. Schlauch, schauen wir uns den Schlauch mal an. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Das Feuer, oder was? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer... Gut, reden wir mit dem Schlauch. Entschuldigung, aber die stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. So, können wir jetzt mit ihr reden nochmal? Oh. Okay, dann benutzen wir den Feuerschlauch. Ich wollte nicht... Okay. Wir müssen mal alles durchprobieren. Okay, ich habe einen Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört. Ja. Harvey, was hast du denn dazu? Sieh nur, Harvey. Eine Schlange! Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Ja gut, Poloschläger. Okay, ich habe einen Plan. Ich lenke die Schlange ab. Du schleichst dich von hinten an sie ran und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Verdammt, also geht das nicht. Schreiben wir drauf. Ah. Stuhlbein. Messer. Therapie. Okay, ich habe einen Plan. Wir knistern mit dem Papier. Wenn die Schlange dann erschrickt und ihre Mülleimer vor die Tür stellt, laufen wir hinter ihrem Rücken in die Wohnung und schlagen die Tür hinter uns zu. Okay, los geht's. Die muss taub sein. Oh, verdammt. Polizeimarke. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen Brombeeren verwandelt. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, springen wir hinter dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die, die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser Kandidat. Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Mir gefallen... Ich mag Brombeeren auch nicht so ganz. Muss ich jetzt auch ausgeschaltet werden? In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. Oh mein Gott. Plitsch, platsch, splonsch. Ups, daneben geklickt. Muss auch treffen können, ne? Okay, ich habe einen Plan. Wir legen den Topflappen hier auf den Boden und wenn die Schlange danach schnappt, trittst du ihr auf die Hände. Worauf wartest du denn noch? Auf die Pointe. Darauf warte ich auch die ganze Zeit. Okay, ich habe einen Plan. Wir füllen Leim in den Topf, dann stellen wir den Topf über die Tür. Wenn die Schlange dann ihren Bau verlässt, um zur Arbeit zu gehen, springen wir aus unserem Versteck und werfen mit Konfetti. Okay. Wie war der Anfang noch gleich? Was? Du hast nicht mitgeschrieben? Verflucht. Nicht wirklich. So. Cocktailglas. Okay, ich habe einen Plan. Wenn die Schlange die Wand hochkrabbelt, stülpst du das Glas drüber. Aber sie krabbelt nicht. Geduld. Bei dem Strohhalm. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Ja. Okay, ich habe einen Plan. Wir bringen der Schlange einen Cocktail. Aber das Schirmchen tarnen wir als Obst und das Obst als Cocktail. Und wenn sie sich dann am Obst verschluckt, überfahren wir sie mit dem Motorrad. Jetzt brauchen wir nur noch das Motorrad. Es sollte rot sein. Ja, unglaublich gut durchsetzbare Pläne, würde ich mal meinen.
Ja, gut. Poki. Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mir diesen Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann. Also, dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und es war fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe, also nach der Gründung natürlich. Da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben und ja, die Atemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harveys neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive. Und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Da gibt es denn einen neuen Insassen kennenzulernen und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel noch mal, schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es neue Augen jetzt und nicht Edmund bricht aus, sondern den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt Pissoirs auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Ja, was es nicht alles für Menschen gibt. Solche Menschen verdienen wirklich eine Belohnung. Schon allein, weil sie sowas sehen können und so. Was? Ach so, das ist einfach nur wie der Spiegel rückwärts so lesen. Okay, können wir vielleicht hier das Cocktailglas auch mit Wasser füllen? Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Nö, anscheinend nicht. Topf mit Wasser. Der ist sauber genug. Okay, dann gehen wir erstmal raus hier. Auf der anderen Seite gibt es nur noch was noch hier. Ja, eine kleine Lade. Aha. Was gibt es denn hier zu untersuchen? Ein Kalender? Ein Kalender, oh, Kalender sind immer ganz interessant. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Oh ja, sexy. Der ist nun wirklich zu gar nichts Nutze. Reden wir noch mit dem Kalender. Hallo, Baby. Benimm dich, Harf. Benutze mal den Kalender. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Mhm. Auch mal nicht schlecht zu wissen. Wozu? Die hat ja kaum was an. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Bist du? Telefon. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört, Harv? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Schnibbel. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt... Okay. Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Oh mein Gott. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Heute ist Welt... Das heißt... Warte mal, das Wetter habe ich gar nicht mitbekommen. Heute ist Weltkleptomanietag. Das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Jo.
Gabel? Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Kann man eigentlich irgendwas hier benutzen, so Polizeimarke oder so? Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Tja, Captain Unbrauchbar. In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Mhm. So, Formular? Ich brauche die Therapie dringender als Miss September. So. Schreiben wir nochmal drauf? Nein, ich möchte nicht, dass Harvey... Okay, da vorne ist noch ein Mülleimer. Mülleimer sind auch immer ganz interessant. Leer. Ah, nehmen wir den dann noch mit. Der würde mich nur behindern. Wo reden wir mit dem Mülleimer? Moment, so, zack, Mülleimer. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Nutz mal den Ich habe nur wichtige Sachen. Okay, aber wir können immer noch einen Fußnagel reinschmeißen. So, dann können wir nämlich jetzt einen neuen Fußnagel fressen. Das macht zwar Spaß, aber einer zurzeit reicht. Ach so, den haben wir gar nicht weggeschmissen. Okay. Da ist noch ein Alarmknopf. Schauen wir uns den Alarmknopf auch noch an. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Oh, verdammt. Nehmen wir einfach mit. Den will ich nicht. Reden wir doch mit dem Alarmknopf. Alarm! Benutzen wir ihn? Was meinst du, Harvey? Das ich dann. Ich mach. Ich bei. Edna! Und das wir, ja. Okay, Harvey noch. Was meinst du? Ich dann. Ich mach. Ich bei. Edna! Okay, und was ich schon. Kleiderbügel? Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ja, eben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Ja, dann Telefon, ne? Hallo? Ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. Hm. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Na, aber es kommt bestimmt eine ähnliche Person wie die Stewardess, bin ich ganz sicher. Die kann hier leider nichts ausrichten. Fußnagel? Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Na, verdammt. Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Das hatten wir ja schon, Gabel. Ich will das nicht essen. Keine Wirkung. Edna benutzt Platscher. Es ist nicht sehr, es hat keine Wirkung. Das ist schon mal kein Alarm gegen chemische Angriffe. Sonst hätte der Ketchup ihn längst ausgelöst. Oha, was ist das für ein Ketchup? Captain Unbrauchbar. In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Und dann? Moment, Comic-Heft. So. Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Oh mein Gott. So, hier noch. In diesem Bild sagt Captain Unbrauchbar, wo wir hingehen, brauchen wir keine Kleiderbügel. Ist ziemlich interessant, wie viele Seiten das für Heft in Captain Unbrauchbar hat, ne? Dieser Knopf wird mir auch keine Unterschrift herbeizaubern. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Weiß ich auch nicht. Unterschrift vielleicht auch was? Yay, Edna. Okay. Wir haben hier noch eine Tür, eine Zellentür wieder. Und nochmal einen Poki-Kommentar. Machen wir das noch und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir im Sichtfenster sehen. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten.
Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Naja, ich suche mir ein paar interessantere Motive in der Regel aus, zu denen ich masturbiere, als diese Ätna-Bilder. Na gut. Aber das geht in eine ganz andere Richtung, wie ich glaube, bevor ich mich dazu sehr drin vertiefe. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.